Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online in der Flur von Vilendra. Hallo. Und in der letzten Folge haben wir uns ja erstmal ein Stück Torte gegönnt. Das macht man ja so zu Aufnahmesession Beginn. Und dann haben wir noch Leute mit einem Totem gerettet. Und jetzt sollen wir noch was tun. Was sollen wir denn tun? Das Öffnen des Reliquiars muss den Hüter Vildras erweckt haben, seinen Schutzgeist. Vildras wird wissen, woher dieser Fluch kam und wie er zu lösen ist. Was hat es noch einmal mit diesem Reliquiar auf sich? Es ist ein uraltes Gewölbe, erbaut zur Aufbewahrung gefährlicher magischer Gegenstände. Dieses enthält einen Geheimraum, in dem die gefährlichsten Objekte verwahrt werden. Es besteht kein Zweifel, dass die Dolche den Fluch entfesselt haben. Hüter Vildras kann euch dorthin führen. Viel Glück! Ja, ich werde Hüter Vildras finden. Hey, läufst du schon wieder hin? Ja, hier zeigt mir doch an, hier in die Richtung. Oh Mann, ich hab dich gerade hingelegt. Jo, wo legst du dich denn hin? Hab ich jetzt lange gebraucht, wo bist du denn? Ach da. Sieht aber unbequem aus, auf den harten Steinen. No, das sieht nur so aus. Okay, wir kommen weiter. Okay, gut. Ich glaube, muss man schon mal eine Runde schlafen. Ja. Siehst du, da liegen ganz, ganz viele rum, die alle schlafen. Ja, die schlafen alle. Mhm. Was sollen die denn sonst tun? Ja, die schlafen. Das Licht dunkler? Ja, ich hab's ein bisschen dunkler gemacht. Ich dachte, was denn du? Ich hätte die Kamera ja damals gestern noch ein bisschen nachgeregelt. Und das war eben ein bisschen zu hell. Ich finde das doch eigentlich angenehmer, also. Was? So jetzt? Ja, das Licht ein bisschen dunkler ist und mir nicht in die. So hart in die, ins Gesicht scheint. Das sagen, zügel dich! Ja. Ihr solltet nicht hier sein. Ein schrecklicher Fluch liegt über diesen Hallen. Merari schickt mich, um zu helfen. Dann heiße ich euch willkommen, Günstling der Telvanni. Die Zauberseuche geht von dieser geheimen Kammer aus. Eigentlich gelangt man durch ein Portal hinein, aber der Fluch blockiert es. Wie öffnen wir das Portal wieder? Wir müssen die toten Magier, die diesen Fluch erschufen, dazu zwingen, uns zu helfen. Brecht die Zauberkäfige auf, in denen Rendrasa Malena und Adras Vale gefangen sind. Ruft sie herbei. Bekämpft sie und bindet sie. Danach sucht ihr mich wieder auf. Jo, so soll es sein. Öffnet die Zauberkäfige der alten Zauberer. Wenn sie erscheinen, vernichtet sie. Mama. Mama? Ja, ich bin schon unterwegs hier. Was? Ja, hinter dir. Seh dich. Jetzt auf die Karte gucken, wie das hier aufgehört. Ja. Witz ist, ich stehe in eine andere Richtung, werf diesen Kuchen. Und triffst mich trotzdem. Und der Kuchen fliegt von mir weg, dreht hoch und fliegt zu dir. Das ist sehr schön. Ja, ja. Das sagen wir alle. Was denn? Ich habe ja auf dich gezielt. So. Wo bist du? Ich hab... Ach, da wäre der drin. Ja. Den oh. Hätten wir schon mal. Oh, noch eingescheint. Wow. So eigentlich? Das weiß ich nicht. Okay. Nehme ich. Jupp. Oh, ich hab noch hier was zu erlernen können. Echt? Mhm. So frech. Zerstörungsstab. Nichts gelernt. Wie immer. Ja. Ich bin echt. Und kannst du knicken. Nichts mehr lernen. Nee. Da müssen wir jetzt lang. Richtung. Genau da lang. Oh, was eine schwarze Kugel. Ja, die habe ich ja vorhin schon weggemacht. Warum? Warum wir das müssen? Nee, die musst du. Ich muss
interagieren. Hallo? Au! Jetzt muss ich umbringen. Genau. Toll. Ich hab nur Gold. Super. 12 Stück, ne? 11. Oh! Super. Werd ihr benachteiligt? Oh. Ich hab da was für dich. Warte mal. Ah. Hab ich voll die Grafikfehler. Wieso? Das ganze Bild flackerte eben. Und vom Kuchen getroffen worden ist? Das war nur, weil der Kuchen ins Auge geknüpft so. Ist. Ah ja. Und kurz nicht richtig sehen. Das war's? Das war ja lächerlich. Kann ich denn hier ernst sein? Dafür gab's Scheine? Die Schöpfer des Fluchs wurden angerufen. Also. Jetzt können wir dieser Katastrophe ein Ende setzen. Ich bin bereit. Betretet die geheime Kammer, sobald das Portal offen ist. Entzaubert die Überreste des uralten Zaubers. Stellt euch dem, was diesem Fluch seine Macht verleiht. Selbst ich weiß nicht, was euch dort drinnen erwartet. Ja, denn, mach mal. Das hört sich gut an. Auf die Kammer. Ja. Auf. Ja. So, ich jetzt hier meinen vernünftigen Gegner her, ja? Ja. So, noch einer. 13 Gold. Echt jetzt? Das war's? Mann. Ja, da merkt man erstmal, wie das so ein bisschen feiner geworden ist. Ja. Ne? Ne, Regal noch irgendwas. Okay, ich kann nichts mehr lernen. Nicht mehr. Oh. Rang bei 2 Waffen erreicht. Toll, benutze ich nicht. Das ist doch super. Hallo? So. Na, wo ist er denn? Wo ist er da oben wahrscheinlich? Würden Sie sich jetzt begeistern hier? Von dir? Waren ja gar nicht böse. Die wurden nicht böse, wo ich sie gehauen habe. Der Fluch zieht sich zurück. Gebrochen. Ihr hattet also Erfolg. Es ist vollbracht. Der Fluch ist gebrochen. Die Zauberseuche wird das Herz von Steinfälle nicht länger korrumpieren. Das muss ich werde es weitererzählen. Ja, los, dann lass uns das mal weitererzählen. Ja. Lass mal tratschen gehen. Ehrlich. Tratschen kann ich. Tratschtante. Gott sei Dank, dafür noch kein Kronenstärkungsmal genommen. Das wäre echt verschwindet. Meins läuft noch. Die waren auch schon mal voreinander, diese Dinge. Ja. Ui. Ich bin vor dir raus. Ja. Ist auch vor mir rein. Das hat ja nichts zu sagen. Wurde zurück in das Reliquiar getrieben. Die Betroffenen erholen sich. Also. Ich nehme an, das haben wir euch zu verdanken. Ja, der Fluch ist gebrochen. 2 der Telvanni sind euch dankbar. Ich werde den anderen von euren Taten berichten. Solltet ihr jemals wieder unsere Hilfe benötigen, kommt zu uns. Bis dahin danke. Möge Vivek euch führen. Ja, danke schön. Und ich bin damit. Na, dann gab es ein paar Punkte, Erfahrungspunkte. Oh. Ein Switch-Portal. Schön. Gut. Ja, mit Sachen drin, die ich nicht brauchte, aber ein Portal. Oh, was fehlt mir jetzt hier noch? Ach, hier oben halt sogar noch einen Dolmen, den ich noch gar nicht habe. Ja, mach mal einfach mal Steinfälle weiter, wa? Oder fertig, den Dolmen habe ich nämlich auch nicht. Ja, dann gehen wir doch da mal zu dem Wegschrein. Den dann? Ja. So machen wir das.
Haben wir so viel Gold gekriegt, da können wir mal was ausgeben. Ich sag ja, da können wir uns mal richtig was leisten. Fahren wir auch einfach mal Taxi. Ja. Fahren wir Taxi fahren. Ehrlich. So. Wo komme ich eigentlich hin? Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Moment. Irgendwie haben. Ach, hier ist der Ball. Ey, bin schon da. Meint ihr, in der falschen Richtung rennen zu müssen? Aber. Däumen erreicht. Ja, wir sind alleine hier. Also wir müssen uns hier alleine durchmetzeln. Ruft das Blutopfer. Wenn Kalthafen ruft, was denn? Gehorcht nicht. Na gut. Das wird nicht schön. Das wird nicht Herr schön, ich der weiß. Unterwerfung und der Gewalt. Wir opfern diese Unschuld in eurem Namen. Gegner. Ist auch schon. Ach, da kommt noch einer. Ich gebe euch eine Gelegenheit, euch zu ergeben. Ergebt euch euren Tod. Ja. Ich will keine Rache. Ich will eure Unterwerfung. Ja. Sehr schön. Ob wir das zu zweit schaffen? Entschuldigung. Der eine ist so etwas spät. Ja. Das ging aber ratzenfatzen hier. Selbst erstaunt, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ja. Sagt uns das. Ja, zusammen sind wir unausstehlich. Richtig Power. So, was haben wir jetzt? Ja, wir hätten noch das eine Gewölbe. Ach ja, hier, das da, ne? Wie heißt es? Uralten, was? Nein, Alice. Die Armatur der inneren See. Ja, genau. Aber da ein Wegschrein irgendwo? Das wäre nur. Oh, das ist auch noch ziemlich teuer. Hier war noch der Wegschrein, da reite ich erstmal hin. Und ja, direkt beim Wegschrein. Ich würde gerade sagen, da bin ich dann doch ein bisschen zu geizig für die 3 Meter. Stärkung, zwar alles vorbei. Oh nein. So, ich gehe dann mal nach Ebenerz, ne? Ups. Mit dem Ebenerz, ich wäre jetzt noch da sonst wach gegangen. Oh gut. Ich bin da mal von der Seite besser rangekommen.
Wie weg sei gepriesen. Ihr wart zur Stelle, um Alexandra Cornele daran zu hindern, das Quadratenherz an sich zu reißen. Ich kann mich aber auch nicht. Ja, ich mich auch, also. Owen. Ich glaube, den habe ich schon mal gesucht, deswegen habe ich den nämlich noch nicht. Eine Schwimmerei. Ich habe auch alles in Steinfälle. Zumindest ich. Ich nehme noch das Psychic-Portal kurz mit. Junge Schröters. Ach, du hast noch ein Psychic-Portal. Mhm. Ah, ich sehe dein Grünchen schon. War da vorne noch ein Questball? Keine Ahnung. Habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Ich auch nicht. Ah nee, der würde uns ja hätte uns ja angezeigt geworden. Nehme ich an. Kannst du das nochmal sagen? Hätte hätte sein können. Okay. Gegen wen kämpfst du denn? Statt dem Unterbrechen. Wie Unterbrechen? Ja, Unterbrechen. Was Unterbrechen? Ja, mit rechts, links. Ich hab halt das Gefühl, wir hätten noch irgendwie einen Quest annehmen müssen. Ich glaube so. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Ein bisschen strange. Ich geh mal kurz auf. Ja. Genau, dann guck du erstmal kurz. Was total Sinn macht, dann... Ja, ich bin auch mit raus. Ich muss mich ja immer wieder verlaufe in diesem verdammten Ladebildschirm. Mhm. Ich bin ja nie den direkten Weg. Oder habe ich einfach nur den Verliesgegner noch, dass wir die Quest hier drin schon hatten und den Verliesgegner noch nicht erledigt. Also müsste jetzt irgendwie einen Questfall sehen, ne? Es ist ja davor, kurz davor immer einer. Sofort, was? Nochmal gehört, ich sehe da auch keinen. Hm. Dann geh aber nur mal, geht, lass uns einmal reingehen und den Verliesboss hier platt machen. Ja, wie gesagt, was mich eben auch wundert, ich wohl die Scherbe schon habe. Naja. Wie gesagt, ich denke mal, das war einfach die Verliesboss hier nicht gefunden, aber keine Lust hatten, den in dem Moment wegzumachen. Jetzt hat er noch ein bisschen Wasser gefunden. Oh, okay. Wo ist der Boss? Ich denke mal, der wird hier unten da in dem Bereich sein. Rechts oder links? In Richtung Süden. 9 von 10 Malen haben die Chemiker recht. Ja.
Engel an. Ich kann Leute killen. Hier war irgendwie Link. Ah, warte, hier ist noch. Oh, ein paar Champions-Punkte erhalten. So. Ist so links? Ich würde sagen hier links Richtung Süden wieder. Okay, so bin ich in der Tür. Nicht gesagt. Ich guck schon mal, ob der da vielleicht am Kämpfen ist. Na gut, so schlimm war es jetzt durch. Auch nicht mehr mit dem Durchschnitt. Ich bin noch weiter runter in die Höhle gegangen. Aber hier muss auch irgendwo der Kollege sein. Oder vielleicht sogar schon hier. Ja, jetzt haben wir. Na also. Oh, hier ist noch ein Gegner. Schaden, also das ist echt Wahnsinn. Einsammeln. Ja! Okay. Was? Auch nix. Ich hab wieder eine falsche Taste gedrückt. Mal wieder! Was schreist du den Sack so an? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich wollte ihn nur gerne. Treiben. Das war's dann aber auch. Nur noch her hier. Auch meine Waffen müssen aufgeladen werden. Weitergehen. Ja, jetzt mal ruhig bleiben. Umwedeln. Ausgang, Ausgang. Ein Dampfrohr benutzen. Okay. Kann man. Kannst du das nicht? Da kamen tolle Handschuhe raus.
Rätsel. Ich hab mich aufgeladen. Verteilen! Aufgeladen. So. Jetzt hab ich aufgeladen. Nee, da müssen wir nicht rein. Hier rum müssen wir. Puh, aber eine Säule. Voll gegengelaufen. Das ist, wenn man so schnell ist. Mhm. Rennt man auch mal gegen das Ding. So. Jo, haben wir das auch. Ja, dann haben wir eigentlich Steinfälle. Mhm. Komplett abgeschlossen, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Man kann ja mal in den Leitfaden gucken. Genau. Ein Dolm fehlt mir noch. Ah ja, der war ja glaube ich auch hier irgendwo in der Gegend. War ich da irgendwie nicht hingekommen, oder? Nee. Den ein Dolm fehlt mir noch. Wo denn? Ach, der ist hier unten. Verdammt. Ach ey. Da müssen wir in das Gebiet dahinter reisen und dann darüber gehen. Meinst du, es geht besser, ne? Das ist der beste Weg, ja. Da war ich schon. Okay. Wo geht's da hin? Das ist Dijan, ne? Dijan? Dein Talent müsste Dijan sein, ja genau. Und das wäre der Wegschrein des gesperrten Särgs. Genau. Dann gehen wir da mal hin. Dann machen wir den mal fertig. Das ist eigentlich ganz gut mit dem Musikplayer. Mhm. Ist zwar teilweise ein bisschen Piratenmusik und sowas dabei gewesen. Und ich dachte, oh ja, na gut. So, mal gucken, Richtung Norden müssen wir dann, ne? Ja. Ne, ich bin noch am Weg schreien. Da bin ich. Hallo. Irgendwie, Moment. Ja, schon perfekt. Mir. Ich muss mal kurz Liebesgut nehmen. Tor durch. Ja. Ach, das sind die Zollkontrollen. Zollkontrolle, genau. Und Corona-Kontrolle Fieber und so. Gemessen und was denn noch alles? Ja. Können wir überhaupt einreisen? Da schauen wir den schon. Ich auch. Oh, der ist auch gerade da. Ich sehe ihn gerade. Wartet auf mich. Da. Jetzt schon. Wollen wir? Ah, das ist ja niedrig. Hallo hier. Auf uns schießen, das geht gar nicht. Yeah.
schon gut, gell? Ja, Mann. Eine Scherbe fehlt mir noch. Wieso fehlt mir noch eine Scherbe? Egal, die suche ich irgendwann anders. So. Weiß jetzt auch nicht, wo die eine Scherbe noch sein will. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also habt euch wohl, bleibt gesund und bis dahin. Ciao.